Hallo und herzlich willkommen in IQ's Kitchen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich lese ich mir auch immer eure Kommentare durch und schaue, was ihr euch so wünscht. Und ihr wolltet mehr herzhafte Gerichte, ihr wolltet mehr Meal Prep Gerichte und ihr wolltet auch was Veganes. Und ich habe mir gedacht, wir kombinieren heute alles drei mit einem richtig leckeren Chili Sin Carne. Und das Ganze ist sogar noch ein One-Pot-Meal. Das heißt, wir werden alles in einen Topf schmeißen, Deckel drauf, schön einköcheln lassen und haben ein proteinreiches, veganes Rezept, schön herzhaft, und dazu werde ich euch dann auch noch die perfekte Beilage zeigen. Hier habe ich für euch schon mal alle Zutaten vorbereitet, die wir benötigen. Ich habe hier schon mal die Zwiebel gewürfelt, die werde ich gleich im Topf in etwas Olivenöl anbraten. Dann gebe ich einfach noch Paprika dazu, ein bisschen Möhre und ein paar Frühlingszwiebeln. Natürlich brauchen wir auch Kidneybohnen, das ist in dem Falle unser proteinreicher Lieferant, und auch rote Linsen. Beides sehr gute vegane Proteinquellen, die wir dazu packen. Ebenso auch Mais. Und ja, was gehört natürlich auch mit dazu? Logo, wir brauchen passierte Tomaten. Das Ganze werden wir dann noch schön andicken mit Tomatenmark. Und dann brauchen wir natürlich noch ganz klassische Kräuter und Gewürze dazu. Ich werde jetzt hier mal auf Petersilie setzen, auf Salz, Pfeffer, etwas Knoblauchpulver und natürlich ein bisschen Chili mit reinmachen. Super einfache Zubereitung, Freunde. Testet das auf jeden Fall. Ich werde euch auch in der Videobeschreibung wieder das Rezept verlinken und natürlich auch mein Blog, wo ihr viele weitere vegane, herzhafte Rezepte findet. Und übrigens auch ein kostenloses Meal Prep E-Book mit über 20 Rezepten. Könnt ihr euch gratis runterladen. Ihr müsst euch meine E-Mail-Adresse eintragen. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. So, wir legen los. So, Lieben, das ist das fertige, präsentierfertige übrigens Gericht mit der passenden Beilage dazu, nämlich ein frisches Naan. Und das Rezept findet ihr auch schon hier auf dem YouTube-Kanal, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und ich habe hier noch ein bisschen was an frischen Kräutern eingearbeitet. Das habe ich euch auch schon bei dem Grundrezept erklärt. Also hier ist jetzt noch mal ein bisschen Petersilie drin, ein bisschen Knoblauchpulver drin und Kreuzkümmel. Ihr könnt das natürlich immer passend zu dem entsprechenden Gericht machen und das hier schön reintunken, zusammen essen. Ein Traum, sage ich euch. Übrigens könnt ihr das hier auch vegan zubereiten, genauso wie die Chili Sin Carne, denn es gibt ja auch das vegane Total Protein als geschmacksneutrale Variante. Von dem her könnt ihr das so und so machen. Ich werde mir das jetzt schön schmecken lassen. Die Nährwerte von der ganzen Portion blende ich euch hier an der Stelle ein, und ihr habt gesehen, alles in den Topf reinschmeißen, ein bisschen umrühren, köcheln lassen, und das könnt ihr euch auch in der größeren Portion zubereiten und natürlich auch dann im Tiefkühl, in der Tiefkühltruhe schon vorportionieren und dann am entsprechenden Tag morgens rausholen oder am Vortag abends rausholen, und ihr habt auch ein tolles Meal Prep Gericht. Also, ich werde mir das jetzt schön warm schmecken lassen, Freunde. Wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung, freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut!